Wenn du nach Pokokuhara gehst, wäre es wohl das Beste, es für den Stamm zu zerstören. Sie hebt scharf die Augenbraue, während sie deine Reaktion studiert. It's always destroy. It's never renovate. Immer wollen alle nur zerstören. Nie will einer was renovieren. When the Udra is gone, the Valians will dig somewhere else, leaving us to point our canoes toward more welcoming shores. Wie soll ich leuchtenden Adra zerstören? Eine Adra-Säule umhauen klingt nach einer Herausforderung für mich. Ich bezweifle, dass dies meinen Freunden in der Handelsgesellschaft gefallen würde. Ich denke darüber nach. Nehmen wir mal die zwei. I hope so. And we did not speak of this, Akira. Das will ich hoffen. Und wir haben nie darüber gesprochen, Akira. Sie nickt, aber ihr Blick ist immer noch misstrauisch. Ich hörte, dass Anaharu ebenfalls Probleme mit Fremden hatte. Sie zog zusammen, als du den Namen nennst. Eine Hand greift nach dem halbmondförmigen Korallenanhänger. Sie zwingt sich, die Hand zurückzuziehen und klemmt sie zwischen ihre verschränkten Armen ein. Anaharu was a tribe's priest before me. And he was my father. Before he challenged Ruanu to a trial of waves. Anaharu war vor mir der Priester des Stammes und mein Vater. Doch dann hat er Ruanu zur Prüfung der Wellen herausgefordert. Sie seufzt und umklammert den Anhänger an ihrem Hals in ihrer Faust. But he was cast off. We are forbidden to speak of him. Aber er wurde geächtet. Es ist verboten, von ihm zu sprechen. Erzähl mir von der Prüfung der Wellen. When there is an argument between leaders that cannot be answered, we turn to Nagati. Wenn ein Streit zwischen zwei Anführern nicht gelöst werden kann, wenden wir uns an den Gati. Two challengers risk violent currents, beasts from the deep, and waves that would dash them against the rocks. Zwei Herausforderer stellen sich der reißenden Strömung, den Kreaturen aus der Tiefe und den Wellen, die sie gegen die Felsen schleudern wollen. The winner, if there is one, has Nagati's favor. The loser, living or dead, is forgotten by Nagati and the tribe. Der Gewinner, wenn es einen gibt, hat Ngatis Gunst. Der Verlierer, ob lebend oder tot, wird von Ngati und dem Stamm vergessen. Sie liegt zum Boden. Warum hat Anaharu Ruanu zur Prüfung der Wellen herausgefordert? My father knew the traders are as dangerous as pirates and slavers, perhaps more, because they grow strong in Neketaka. Mein Vater wusste, dass die Händler so gefährlich sind wie Piraten und Sklavenjäger. Vielleicht sogar gefährlicher, weil sie in Neketaka stark werden. So. When the expedition came, he begged Ruanu to send them away and move the tribe to another island. Als die Expedition kam, flehte er Ruanu an, sie wegzuschicken und mit dem Stamm auf eine andere Insel zu gehen. Sie hält den Anhänger so fest umklammert, dass ihre knochigen Fingerknöchel weiß werden. Ruanu, he did not listen. And Anaharu was done talking. Ruanu, er hat nicht zugehört und Anaharu wollte nicht mehr reden. Was bedeutet es, geächtet zu werden? It means the tribe must forget him. Sie zog zusammen. Es bedeutet, dass der Stamm ihn vergessen muss. The Renga divided his possessions among the other Mataru, and now we do not speak of him. Der Ranga hat seine Besitztümer unter den anderen Mataru aufgeteilt und wir sprechen nicht mehr von ihm. Sie schluckt immer noch deinen Blick ausweichend. Verstehe. Anaharu goes to his next life, but forgotten, he goes to a different tribe. Anaharu geht in sein nächstes Leben, aber vergessen. Er geht zu einem anderen Stamm. Lässt den Kopf hängen. Du scheinst nicht viel von Ruanu als Anführer zu halten. He is Aranga. My own great aunt looked into his soul and declared him such. Er ist unser Ranga. Meine eigene Großtante hat in seine Seele geblickt und ihn zum Ranga bestimmt. Sie zögert, als sie das sagt, und ballt eine Hand zur Faust. Mhm. I must respect him. Even as he builds a village for our enemies. Ich muss ihn respektieren, selbst wenn er ein Dorf für unsere Feinde baut. Hast du versucht, vernünftig mit ihm zu reden? Akira, I have. And so did Akira, das habe ich, wie auch Anna. Sie blickt auf den Boden und verzieht das Gesicht. Anaharu. Oh, I must learn to stop saying his name. Anaharu, ich muss lernen, diesen Namen zu vergessen. Bist du die Priesterin dieses Stammes? Sie nickt und streicht mit ihrem Finger über einen halbmondförmigen Anhänger in ihrem Hals. Mal wieder. We worship the same gods as the foreigners, but sometimes with different names. This is Nagati, the trickster of the seas. Wir beten dieselben Götter an wie die Fremden, wenn auch manchmal unter anderen Namen. Das ist Nagati, die Tricksterin der Meere. Sie deutet auf die hölzerne Statue. Sie ist glatt wie ein altes Stück Treibholz, gleichermaßen übersät mit aufgebleichten und feuchten Flecken.
Sie sieht aus, als wäre sie jahrelang von Dorf zu Dorf weitergegeben worden. Foreigners know her as Andra. To us, there is no difference. Fremde kennen sie als Andra. Für uns gibt es keinen Unterschied. Dann lebt mal wohl. Ja, die Stimme von Poco Kohara haben sich ein bisschen ausgedehnt. Ja. Die erste Expedition wollte zur Insel Tikawara, südöstlich von Nekatanga. Das haben wir. Ich habe Vector getroffen, ein Koch der Expedition der Valianischen Handelsgesellschaft. Er blieb mit Tikawara zurück, während seine Gefährten weiter nach Pokokuara reisten. Er wartet immer noch auf ihre Rückkehr und auf die Nachricht von ihrem Tod. Häuptling Ruano kann mir den Weg nach Pokokuara zeigen. Seine Hütte liegt im nördlichen Teil der Stadt auf einem Hügel über dem Handelsposten. Azura, ein Berater der königlichen Todesfeuergesellschaft, hat mich gebeten, den leuchtenden Adra in Pokokuara zu sabotieren, um den Abbau durch die Valianer zu verhindern. Ich hörte, dass Naira, die Priesterin des Dorfes, als Sandra sehr erfreut über den Zustrom an Fremden ist. Wenn ich ihre Meinung dazu hören will, finde ich sie beim Schrein. Die Priesterin Naira hat mich gebeten, den leuchtenden Adra in Pokokuara zu zerstören. Sie befürchtet, dass die Valianer ihren Stamm ansonsten umbringen oder versklaven werden. Ah, gut. Auch wenn das der Valianischen Handelsgesellschaft nicht so schmecken wird, muss ich leider zugeben, dass es wahrscheinlich für Pokokuhara und Tikawara besser ist, wenn sie die Finger davon lassen. Außerdem muss das die Valianische Handelsgesellschaft nicht unbedingt so wissen. Außer natürlich Palegina verpetzt mich großartig. Was ich aber allerdings bezweifeln werde oder nicht hoffen werde. Ich sollte auf jeden Fall noch mehr Leute ausfragen hier über die Früchte, zum Beispiel dich. For what do you linger here? The village is much too quiet. Was ist noch hier? Das Dorf ist viel zu ruhig. Okay, sie können wir nicht befragen. Ihn wahrscheinlich auch nicht. Nö. Hm. Was für Möglichkeiten habe ich denn noch für gepflückte Früchte? Ja, ich könnte noch mit Tamau reden. Der Gefesselte wirft dir einen misstrauischen Blick zu. Seine Arme spannen sich hinter dem Fessel schwach an. Ich weiß nicht, wie lange es jemand hier draußen so aushalten kann. Was schaust du mich an? Willst du dabei zusehen, wie ich in die Sonne verschrumple? Ja, es mag am Licht liegen, aber die finstere Miene des ausgehagerten Mannes sieht tatsächlich verschrumpelt aus. Erzähl mir von dir. Ich habe schon bessere Tage gesehen. Er schneidet dir eine Grimasse. Ich racke mich für den Stamm ab, aber der Ranga hebt das Beste für seine Krieger auf. Für was braucht ein Krieger einen vollen Bauch, wenn wir nicht im Krieg sind? Tamao schüttelt seinen Kopf. Sein Gesicht verfinstert sich. Hast du die letzte Kokifrucht des Stamms gestohlen? If only my brain and belly had coordinated, I say I would have tried sooner. Wenn sich mein Gehirn und mein Bauch abgesprochen hätten, hätte ich es bestimmt schon früher versucht. Er blickt voll Verlangen in Richtung der Hütte nördlich des Rangas. Keho hates me because I insult his puny catches of fish. All he does is weigh down his boat. For this he accuses me. Pikio hasst mich, weil ich seine lächerliche Fangmengen beleidigt habe. Außer sein Boot zu beschweren, macht er nichts. Deswegen beschuldigt er mich. Was ist seine Seite der Geschichte? Keho says I was skulking by the drying hut north of the Ranga's home. Ikira, this is so. Pikio sagt, dass ich um die Trockenhütte nördlich des Hauses des Ranga herumgeschlichen sei. Ikira, das stimmt. I would have taken the Kohiki, but it was already gone. Ich hätte die Kohiki-Frucht genommen, aber sie war bereits weg.
Du bist also bloß ein Dieb. Kannst du dir vorstellen, wer sie sonst genommen hätte könnte? It is said the Ruparu share one empty stomach. Blame any of them, I say. Man sagt, dass die Ruparu sich einen leeren Bauch teilen. Such dir einen von denen aus. Er schneidet eine Grimasse in Richtung seines mageren Körpers. The tribe drives me out like jerky because I am hated. Not because I am a Kowiki thief. Der Stamm trocknet mich wie Dörrfleisch, weil ich verhasst bin, nicht weil ich ein Kohiki-Dieb bin. Ich habe andere Fragen. Da sollst du vielleicht jemanden fragen, der auf beiden Beinen steht. Ich muss meine Kräfte schonen, dann leb wohl. Was haben wir neuen Nachtrag? Tamao besteht weiterhin auf seine Unschuld. Er erwähnte, dass die Kohiki-Frucht in einer Trockenhütte nördlich des Hauses des Ranga aufbewahrt werden. Mhm. Da waren wir allerdings schon, aber da war nichts. Jetzt konfrontieren wir ihn doch mal noch direkt. Ja, brauchst du etwas? Du hast gesagt, du hast Tamar mit einem der vermissten Kuiki gesehen. Ikira, er hat sich bei der Hütte nördlich des Zuhauses des Ranga umgedrückt. Der Nikon schaut dich die ganze Zeit aber kritisch an. Mir hat Mokumo erzählt, dass die Kuiki für ein Ernteritual gedacht waren. Er öffnet seinen Mund für eine Widerrede, macht ihn aber wieder zu und lässt den Kopf hängen. It is said the gods piss on the souls of liars before sending them back to Aora as krill. Man sagt, dass die Götter auf die Seelen von Lügnern pissen, bevor sie die Seelen als Krill zurück auf Aora schicken. Tamao hat keine Kuiki gestohlen. Kahopa must have made Tamao from sandlice, because he gives nothing to the tribe, only takes. Kohopa muss Tamao aus Sandläusen erschaffen haben, weil er dem Stamm nichts gibt. Er nimmt nur. Hast du die Kuiki gestohlen? Ich verstehe so langsam, warum du Tamao aus dem Weg gehen willst. Tamao ist nicht derjenige, der einen unschuldigen Mann beschuldigt. Ich denke, ich entscheide, was man mit dieser Information machen kann. Nehmen wir mal die drei. Tamao ist as innocent as a skulking tidepool worm. Tamao ist so unschuldig wie ein schleichender Gezeitenlinform. Pikio spuckt kräftig aus. Pity and charity fill his belly and shell pouch. And he has not strained a muscle to serve anyone but himself. Er hasst den Stamm. Mitleid und Wohltätigkeit füllen seinen Bauch und seinen Muschelbeutel und er hat sich noch keinen Muskelkater geholt, um anderen zu helfen. Er hilft nur sich. Pikio ballt seine Hände neben seinen Körpern zu Fäusten zusammen. Knowing this does not bring the Kowiki back to the drying hut, but it will help to heal the tribe. Dieses Wissen bringt die Kuiki nicht in die Trockenhütte zurück. Es wird aber bei der Heilung des Stammes helfen. Würde Mokumo deinen Widerruf ohne Kuiki als Beweis akzeptieren? Nein, er möchte die Kuiki und den Schuldigen. Das möchten wir alle, sage ich. Ich kann nicht sagen, ob der wahre Dieb seine Spuren verwischt hat, since Mokumo nie nach Hinweisen gesucht hat. Da Mokumo nie nach Hinweisen gesucht hat. Pekuo zuckt mit den Schultern und wischt sich Sand in aller Ruhe vom Fuß. But the drying hut? Ikira, in his sandals, this is where I would look. Aber die Trockenhütte, Ikira in seinen Sandalen, dort würde ich nachsehen. Dann leb mal wohl. Ja, Pekuo gibt zu, dass Tamao die Koiki-Früchte nicht gestohlen hat. Er erwähnte, dass die Früchte in einer Trockenhütte nördlich des Hauses des Ranga aufbewahrt werden. Ja, das wäre immer noch hier oben. Hast du zufällig was gesehen? Jeden Tag mache ich mir Sorgen darüber, dass die Hatayana angreifen können. Aber ja, wie gesagt, ich verstehe nicht, was ich hier sehen soll. Ich habe ja wieder Palegina dabei mit ihrer hohen Wahrnehmung. Na gut, 14. Hm.
Thank you.